Gleich ein Paragon-Punkt. Ja, ich bin auch ein bisschen weg. Du kriegst den wahrscheinlich vor mir. Bebe. Na, oh Gott, ey. Gott. Was zum Teufel? Ich muss. Warum so viel Schaden? Oh Gott. Oh, oh. Viel Schaden. Warum krieg ich ja mehr Schaden als in den Alpen? Ja, wieder so, Mann. Ja, keine Ahnung. Bleib, bleib. Oh Gott. Die Baum hat sich teleportiert. Ich bin noch nicht. Ich sehe es. Der hat wieder so einen nervigen Schild, ey. Er kann dich trotzdem einfrieren, du Pisser. Ey, was merkt ihr, wenn ich sehr kurz? Okay, okay. So, müssen wir erstmal wieder einen Schalter finden oder was auch immer. Oh Gott. Ja, wo ist der Viecher? Nehme ich One-Shotten, ne? Ich habe irgendwie Angst, hier auf halbem HP rumzulaufen. Ja, würde ich, wenn ich so wäre. Ich bin noch nicht bereit. Das war der Truhe. Daneben. Daneben gedüst, du Kollege. Du. Ich bin noch nicht bereit. Da ist schon wieder so ein Typ. Für mich sind die besonders nervig. Der hat ein scheiß Schild, der Pisser, ey. Danke, ja. Danke, ich auf den los. Weil ich muss dann unter den Schild. Ich will aber nicht mit dem im Nahkampf gehen, ey. So viel Schaden. Ich habe keine Ahnung, was hier so viel Schaden macht. Weg von mir. Das ist Lambert. Schreien der Gier. Mehr Geld. Ja, gerne. Ich liebe es, wie die so durch die Gegend fliegen. Wollt ihr die wegschleudern oder was? Ja, ja. Mit dem Schlag oder was? Ja, ja. Ich nur einen Schlag kaputt auch. Okay, okay, hast du vor mir gehalten. Okay. Ach, die fliegen nicht weg. Hm. Ich tue nur reflexartig sehen irgendwie, oh, X, okay. Sehe ich halt an der Truhe ist. Ja, der fasst und drückt einfach alles an, ey. Berühren. Na, oh, der Truhe. Ich bin noch nicht bereit. So, so jetzt habe ich ein paar Sachen. Geht fliegen. Nein, daneben. Play. Und sie. Ich bin noch nicht bereit. Und sie.
Nein, wir müssen mal aufhören, das mit so wie so ein Nazi zu sagen. Ah, schon wieder so ein scheiß Baum, ey. Ich muss warten. Okay, das sind auch die Viecher, die wir töten müssen. Okay, raus aus dem Schild, raus aus dem Schild, das hat wehgetan. Aber ouch! Ich wollte eigentlich in die Richtung ausweichen, dann ist der da hingegangen. Oh Gott, oh Gott! Alter, geh weg mit dem Schild, ey! Aber warum smarten der immer? So. Die Tür ist jetzt offen. Alter, dann wird meine Armee ja riesig, ey. Dann krieg ich noch 3 weitere Magier, dann hab ich 6. Dann hab ich 6 Skelettmagier und 7 Krieger und einen Golem als Ding, ja? Lass mich mal kurz mein Paragon. Ja, mach ruhig. Ich mach auch. Geschicklichkeit. Ah ja, ich wollte da ein. Aber ich bin noch 1, 2, 3 Dinger entfernt. Von so einem seltenen Knoten. Dann arbeite ich mich zu dem legendären hin. Das war mein legendärer. Habe ich letzte Woche. Im Berserker-Modus irgendein kritisch Treffer eure Angriffsgeschwindigkeit 6 Sekunden lang um 2% bis maximal 16. Boah. Ah, da hat mich einer gezogen. Ah, ah, ah. Oh Gott. Gut da reingezogen. Aber bleib weg. Ausweichschritt. Bist du zufrieden mit deinem Set, was er da gebaut hat? Ja. Ein Bild. Ich habe jetzt nicht mehr so. Ich habe nicht mehr so flashige Angriffe wie vorher, aber. Ich schaue, glaube ich, ein bisschen härter jetzt zu. Ja, das kommt gut hin. Ich habe jetzt leider kein B mehr oder irgendwie sowas. Dafür ja. Habe ich den, ja. Und den ja. Den hattest du doch vorher auch, oder nicht? Ah, ne, den hat einer deiner Bros gemacht. Ja, ja. Ah, meine Bros, die tue ich auch vermissen. Ich bin noch nicht bereit. Oh, ey, vielleicht tue ich auch mal wieder ändern irgendwann. Ja, wer weiß. Aber erstmal. Ja, wer weiß, wie lange wir das Spiel noch spielen. Ja. Wir haben bestimmt noch einige Experimente so. Ich wünsche, man kann sich das irgendwie so speichern. So wie die Ausrüstungssets hier. Ja, muss den neuen Charakter machen, ne? Ah, gut. Nein, da muss ich den ja erstmal hoch, so weit hochleveln, ne? Ja. Ich muss warten. Ich bin zufrieden mit meinem Set. Ich hoffe nicht, dass er noch besser werden kann. So. Hallo, ist ein paar aufs Maul. Aua! Was? Rudel, Mutter! Oh, mein Himmel. Alter! Was tot?
Okay. Ich habe einen legendären Schild halt bekommen. Ja, Glyphe, Marschall. Hey, danke, Daniel. Ja, kein Problem. Alter, ey, was? Der hat. Ey, der hat sogar dieselbe Fähigkeit. Erhöht Maximum an Skelettmagiern, wird um 2 erhöht, ey. Ja, aber ich nehme an, das ist die Dungeon von diesem Aspekt, ne? Deswegen. Hat er was damit zu tun, irgendwie? Ja, ich hab's herausgefunden. Ne, wir sind ja wegen dem Kodex hier gewesen und das ist, dass meine Skelettmagier mehr Schaden machen. Meine Skelette so. Generell, dass die mehr Schaden machen. Also ja. Das war der Kodex, der macht oder der Aspekt. Ja, okay. Ich hab's. Jetzt habe ich ein Schild bekommen. Der hat hier die Fähigkeit, dass 2 weitere Skelettmagier. Aber ich habe schon ein Amulett. Das hat die Fähigkeit, dass ich 3 weitere. Fucking ehrlich. Ach, ein Schild, kannst du überhaupt ausrüsten? Ja, ne. Ja, kann ich schon, aber ich benutze keine Schilder, also. Für je 5 und Reichweite erworben, Geschwindigkeitsmodus für die Gegner in der Nähe 12. Aber ich habe nicht so viel Geschicklichkeit. Ich gucke hier gerade so eine Glyphe. Stärke Vorsage, wenn er ein Schwert trägt. Plus 50 Stärke. Plus 15,2% mit Schwertern. Alles klar. Verringert den erlittenen physischen Schaden. Jetzt lass mal sehen, wie mache ich das jetzt? Der Fuzzi. Ja. Aber bei 2 Gebieten sind wir so kurz davor, mit auf 4 Paragon-Punkte zu holen. Da werden wir gleich machen, wenn du willst. Ja. Also kurz davor noch 250 Punkte. Ist jetzt nicht kurz davor, aber besser wäre ja, wenn wir jetzt so eine Dungeon machen würden, so eine Albtraum-Dungeon, die in dem Gebiet ist irgendwo. Aber wie soll man das herausfinden? Ja, das können wir jetzt leider nicht. Lass mal sehen, wie will ich das jetzt machen? Was muss ich ausziehen? Was muss ich wieder anziehen? Also ich guck mal, dass wieder mit dem Alchemisten gerade abläuft hier, mit diesen Gegenständen hier, mit diesen Albtraum-Dungeon-Gegenständen. War ja beim Alchemisten, ne? Ressourcen verfeinern, Räucherwerk erstellen, das sieht mir nicht richtig aus. Okay. Enthält einen gurgelnden Kopf, eine geschwärzte Femur und eine Bebenhand, die zum Geschwärzen. Was? Ich weiß nicht, was das ist, aber ich stelle mir mal her gleich. Nein, nicht das hier. Davon habe ich aber mal. Ja, warum nicht? Ihr habt eine boshafte Körpertruhe hergestellt. Ich habe eine bebende Hand. Was so? Die habe ich doch benutzt, um das herzustellen. Was so? Müssen wir irgendwie alle Körperteile sammeln oder was? Ich habe einen Kopf, eine Hand und einen Knochen. Cool. Ich schmiede mehr als Hufeisen und Nägel. Was braucht ihr?
Köhle greift vor einige heilige legendäre Gegenstände. Kommt und ändert es. So. So, Mr. Obolus, du musst jetzt mal ein bisschen hier was reißen. Okay. Gib mir was Goldenes. Dann nehme ich denn hier Zweihandschwert. Das ist blau. Das ist heilig und gelb. Das ist blau. Ganz. Was ist denn nicht gerade an? Fünfjähriger, der gerade lernt, wie das ist blau. Da war nur Müll. Ich schlachte jeden einzelnen in dieser Stab. Boah. Kehrt bald zurück. Ich muss hier so viel nachgucken, da gibt es eigentlich Warte mal, was? Mögen die Sterne euch leiten. Ach so. Diese Steine bergen Macht. Das kann ich nicht wiederverwerten. Boah, wenn ich jetzt mal wüsste, wie das hier geht, ne? Edelstein herstellen. Ich nehme jetzt mal an, diesen Lillefring werde ich eine ganze Weile noch tragen. Also packe ich mal irgendwas da rein. Aber was? Ist ein besser ledierter oder ich immer da mit der höchsten Stufe, ne, aber gibt mir doch weniger, ne, tut's nicht, ich bin einfach nur blind. Ah, ist ein bisschen blöde mit dem Schmuck, da geht mir immer nur irgendwie Resistenz gegen irgendein bestimmtes Element. Ja, Widerstand gegen alle Schadensarten, das ist doch besser. Was gibt mir Schädel? Plus 170 Rüstung. Was? Ich verleugne. Tragen irgendwo Schaden von ultimativen Fähigkeiten. Nehmen wir einen Diamanten. Gut gemacht, lebet wohl. Diesen Diamanten packe ich mir in meinen Ring von Lilith. Und jetzt habe ich Widerstand gegen alle Schadensarten. Cool. Kann man sich dahin teleportieren? Nein, natürlich nicht. Also müssten wir reiten. Wo ist deine Nagel? Das ist sogar hier in dem Gebiet. Ey. Könntest auch, also nicht da warten an dem Wegpunkt, damit du dich zu mir teleportieren oder ich weiß nicht, ob das geht. Ah, ist ja schon. Das kann ich hier nicht tun. Boom. Boyakasha. Nicht solange ich in der Stadt bin. Ja, war auch schön, ja. Weil ich in dem Gebiet ist, hat er gesagt. So.
Ja, ich weiß nicht, wie viel kriegen wir. Kodexe oder die Aspekte, die brauchst du ja nur für legendäre Sachen. Hm. Stimmt. Gar nicht drüber nachgedacht, hat man die. In goldene Sachen kann man die bestimmt nicht reinpacken. Ja. Ich auch gleich. Alle meine Treffer sind kritische Treffer. Also, dann hier unten, wo willst du hin? Warte, das sieht doch voll verdächtig aus hier. Das ist ein Altar oder so? Na, schade. Nee, nur ein Rüstungsständer. Keine Ahnung, hier war so ein getrenntes Gebiet, deswegen habe ich gedacht. Aber hier ist nichts. Genauso war es nämlich mit der mit dem Altar, den ich offscreen gefunden habe. Ich muss warten. Da war irgendwie in so eine ganz kleine Nische, wo man irgendwie so reingehen kann. Und die haben wir, glaube ich, irgendwie verpasst. So, ich bin da, ich stehe da vorm Eingang. Ja, ich komm. Alter! Was? Ich hab meine Armee noch ein bisschen vergrößert. Fucking hell! Ich bin glücklich, ich habe gerade die ultimative. Was für ein Aspekt ist das jetzt? Meinst du mit den. Warum ich jetzt mehr Leute? Nee, wo wir jetzt hier drin sind. Wie heißt denn das? Fertigkeiten verursachen bis zu 10% mehr Schaden, basierend auf die der zur Werkzeit verfügbaren Primärsourcen. Also meine Essenz da, das ist deine Wut. Ja, also je mehr ich habe, desto mehr Schaden macht. Ja, also, je mehr. Da ich immer genug habe, ich renne niemals, ich habe nie zu wenig. Ja, ja, wenn er mit voller Energie das reinsetzt, dann wird das stärker. Ja, ja, macht mit mehr Schaden. Weil der Weg ist, macht jetzt hey, ich habe schon wieder ein bisschen Geschichte von Allstein, ist das wahrscheinlich ein Buch ja. Oder so. Um sein Glück zu wenden, heiligen Boden. Oh. Doch holte mein Land keinen Segen ein. Der Zorn der Natur sollte schrecklich sein. Hunger und Staub sprossen aus dem Keim. Die Land nahmen ihn das Heim. Noch bis heute leiden wir unter dieses Farmers Torheit und Gier. Ja, vielleicht sollte ich mir auch mal irgendwie Gedanken um Aspekte machen. Ja, dafür brauchst du. Das hört sich die ganze Zeit an, als würde ich hier. Dafür müsste ich erstmal legendäre Klamotten da haben. Ja. Die Fähigkeiten sind echt gut, ey. Ja, klar, wenn man sich hier auch was Bestimmtes festlegt und so, ne? Ja. Hm. Ah. Ja. Wie gesagt, Aspekte und Kodexe sind Unterschied. Es gibt nicht jeden Aspekt, gibt es Kodexe. Zum Beispiel das mit den, jetzt, dass ich mehr Zauberer habe, da gibt es nicht als Kodex in irgendeinem Dungeon oder so. Hm. Da habe ich jetzt einfach nur durch random, durch. Wie heißt das nochmal? Glück. Ja. Alle rein. Doch, wer ist er denn? Der hat ein riesiges Katana? Oder ist er ein Stab? Der Spiegel schaut irgendwas in der Art. Ich glaube ja. Habe ich die Wand getroffen. Ich bin noch. Ja, okay. Der Teufel ist so hart.
Geht durch die Wände durch. Dann haben wir hier ein Objekt. Da müssen wir kaputt machen. Ich muss warten. Okay, ich habe ja da oben. Hm? Ja, ein bisschen. Also du hast halt aufgehoben. Okay, du bist jetzt das. Du bist jetzt das Objekt. Hm. Oh, ja, ich habe oh. Mit irgendwas interagiert gerade. So mitten im Kampf. Ja. Ja, so. Muss schon sagen, wir sind jetzt hier nicht wieder rumlaufen. Was ist das hier? Das musst du wahrscheinlich machen. Ein wichtiger Gegenstand fehlt. Okay. Da auf der Karte ist irgendwas noch. Das ist zum Beispiel, das finde ich blöd. Wenn ich hier, selbst wenn ich jetzt, wenn zum Beispiel was Legendäres für dich finden würde, könnte ich hier. Ja, geht aber nicht. Ja, das ist es ja. Ich könnte dir das nicht mal geben, ey. Na, ja, ich habe auch Dings irgendwie. Ich habe da mal online nachgeguckt und ja, das geht überhaupt nicht. Also. Ja, ja, ich weiß. Das ist so gemacht von Blizzard, damit halt irgendwie noch eine Motivation hast, irgendwie selber irgendwie Gegenstände zu farmen oder so. Ja, okay. Das ist so die offizielle Antwort von denen. Jetzt, Na, runter. Ja, runter. Ja, jetzt hier runter. Also ja, Blizzard hat das absichtlich gemacht. Ja, deshalb mögen Leute Blizzard nicht. Was mit dem anderen Ding? Ja. Mit dem anderen Sockel, den wir gerade gefunden haben? Weiß ich nicht. Was ist das? Von dem. Wie glaub ich denn jetzt? 13 Skelette habe ich jetzt. Und einen Golem. Rot. Blau. Boom. Ich reite von hinten an. Na, gegen die kommt den. Keine steckt da oben voll fest. Nein. Ich glaube, der wollte ja runter, aber der wurde irgendwie eingefroren. Ist am voll am Rumspacken gewesen. Ich muss warten. Er war so schockiert von der Zerstörung, die da abgegangen ist. Ja, glaube ich sofort. Oh, blau. Genau, Palem. Ah, natürlich. Vielleicht macht er ja gar nichts an Schaden. Vielleicht macht er gar nicht an Schaden. Ich muss warten. Mein Gott. Da haben wir die gleiche Idee, so von hinten anzuschleichen. Ja, ich musste da weg, ey. Ich war in. Da! Da hätte er schon wieder eine Mauer aufgerichtet. Okay.
ausmachten. Oh. Oh. Oder nur den Trank heilen. Ups. Wenderisch. Okay, der wollte ausholen. Hey, wie viele Boss-Dämonen kommen denn hier noch? Ich bin schon der fünfte Boss hier, den man bekämpft. Schadenswiderstand von wem? Von dir? Ja, diese blöde Spinne auch gerade. Sind das für lila Leuchte, die Seelen fallen lassen oder so, irgendwie sogar die? Ja, wir müssen ja auch irgendwie was einsammeln. Sammelt Animus von Animus-Träger. Ja. Ja. Langsam, ne? Ich dachte, dein Steht tut mich auch verlangsamen. Nee, hoffentlich nicht. Ey. Ich muss warten. Boah. Erst eine Mauer. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe keine Ahnung, was diese Windwand da macht, aber... Ja, ich auch nicht. Plague. Was? Krähenfetisch. Was? Ja, Krähenfetisch. Heiliger. Hat so eine Kugel für dich oder so? Ich guck mal, was das... Ja, das ist sowas. Okay, ganz toll. So ein Magazin mit Krähen drauf. Ja. Oh, oh, oh. Klappt das dann so aus bei dir? Oh. Ich komme hier nicht durch. Das ist eine Mauer. Ich will auch da rein. Ihr habt die anderen auch mal getriggert. Ich muss warten. Ich hab die aus dem nächsten Raum getriggert. Von diesem blöden Gift nehme ich ja voll viel Schaden. Ja, ich auch. Haben wir nicht so einen Raum gerade schon? Oh, so viele Elixiere. Hier ist ein Goldgoblin, Daniel. Was? Ja, hier. Komm her. Komm her. Hey, da, da, da. Wir schaffen mehr. Ja, was ist hier? Ich muss warten. Komm da. Da. Die Augen verloren. Ja, der ist weg von mir. Der kommt hier gar nicht mehr durch, ey. Daniel ist unbedingt was Legendäres von dem, ne? Ja, natürlich. Ja, was ist Legendäres hinterlassen? Bei mir nur ein normales Amulett. Also ein legendäres Amulett. So. Na, ich hatte schon legendäre Stiefel.
Kritische Treffer verleihen eine Sekunde lang 13% Bewegungsgeschwindigkeit. Was soll ich denn damit? Ich bekomme durch meine anderen Stiefel schon Bewegungsgeschwindigkeit. Oh, wunderbar. Ich bin noch schneller, Daniel. Das hilft mir, wenn ich morgens joggen gehe. Das hilft dir wegzulaufen. Ja, irgendwann habe ich gerade hier reingepackt. Und auf die Tür geöffnet. Die Tür da geöffnet. Gibt es überhaupt irgendwelche Kodexe, der macht die? Ich haben will? Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube ja, einen habe ich mal so gesehen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das für Barbaren war. Vielleicht. Ich habe irgendwie entdeckt, als ich mit meinem Jäger gespielt habe. Vielleicht war das irgendwie für Jäger oder so, keine Ahnung. Oh, gibt bestimmt einige, die ich gebrauchen kann, wenn man mit der Berserker muss oder sowas. Da ich den nicht benutze, bringt er mir ja noch nicht viel. Ja, dann können wir ruhig seine machen. Aber wenigstens, dann haben wir wenigstens was davon. Ich bin noch nicht. Sehr gut. Legendärer Kopfschutz. Hat nichts Wichtiges fallen gelassen, echt. Legendär habe ich auch schon. Ich habe auch schon Kopfschutz. Solange alle Schadenspunkte sind rein und Wandelns Arsenal aktiviert sind. Ich habe diese Fähigkeit nicht. Glaube ich. Oh, einer fehlt jetzt noch. Ein Codex. Ja. Zentralen passiven Fertigkeit wandeln lässt. Oh ne, warte mal, habe ich das nicht? Fertigkeitsbaum. Donnernde Stimme. Ich krieg jetzt auch gar keine Fertigkeitspunkte mehr, ne? Einer fehlt noch. Den einer? Können wir noch durch. Ein Fertigkeitspunkt fehlt noch. Ah. Der kannst du da gucken in Fortschritt, Gebiet Fortschritt. Da gibt's noch einen. Dann gibt's keine mehr. Das ist der letzte. Ich gucke gerade. Ich habe alle Sachen, die ich benutze, gerade auf Level 5, glaube ich. Und noch ein paar passive. Also ich hätte dann irgendwie so einen passiven Punkt noch irgendwo. So einen einsammeln. Ne, hier ist noch was. Ne, dann ist schon hochgelevelt. Keine Ahnung. Gut, gehen wir zum nächsten direkt. Ja, ich bin da gerade am Suchen, wo das. Hier Gegner mit einer Basis. Gegner. Das nicht, wenn ihr gewinnt seid. Wenn ihr eine Elite-Gegner, nein, das nicht. Zerfetzen. Nein, kritische Treffer, nein. Drei Golem, wenn ihr verletzt werdet, Knochengeist. Benötigte Stufe 3. Warum krieg ich Stiefel auf Level 43? Halt. Ich spiele auch auf Albtraum, oder? So lange fange ich an zu zweifeln. Also steht da Weltstufe 3. Also ich kann die letzten Dinger ja alle freischalten. Also nehme ich mal an, ne? Wo steht das? Also ich habe. Da ist eine 3 links. Wenn wir bei dem Gebiet sind. Also muss ja. Außerdem ist das Spiel schwieriger, von daher. Ja, klar. Da habe ich das schon freigeschaltet. Was suchst du denn? Codex Ja, das Problem ist, ich kann die nicht nach Totenbeschwörer hier sortieren. Ich kann die nur auf alle. Ja, ja, das geht leider nicht. Okay. Fertigkeiten, das war der eine. Ja. Hier sind wir alle Kämpfe, ich kann keinen Schaffen. Gleichen Ranken wir, gleich Ranken. Das ist schon erledigt, ich hab den anscheinend schon. Okay. Das ist der.
Gegner, die von euren einzelnen Jungfrauen. Von Knochenspeer habe ich alles nicht. Ich brauche irgendwas, was ihre Opferboni sind um 15. Ach nee, das will ich. Ja, das benutze ich nicht, also bringt mir auch nichts. Für jeden blutenden Gegner in der Nähe. Wir haben benutze ich nicht. Da jedes Mal, wenn ihr im Berserkermodus direkten Schaden verursacht, verursacht ihr im Verlauf von 5 Sekunden 20% des Bartes Schaden als zusätzlichen Blutungsschaden. Da wäre so zum Beispiel eins, das für mich in Frage kommen würde. Okay. Nach Zelda können wir jetzt noch einen Albtraum-Dungeon machen, oder? Ja. Wenn du weiter an machen möchtest, sag Bescheid. Nö, ich kann das auch gar nicht. Ich kann das auch gar nicht antippen, mir so. So auf der Karte anzeigen sehe ich gerade. Aber weil wir jetzt hier in der Dungeon sind, wahrscheinlich. Ja, das geht nicht, weil wir in der Dungeon sind. Ja. Wo bist du? Ich bin raus aus der. Ich bin wieder in der Stadt. Ich bin nach Kerriga. Ja, da bin ich auch. Ja. Da bin ich da auch. Blutgetränkter Zugang. Wieder so ein geiler Name. Und so. Da ist schon wieder so ein winziges Gebiet dazwischen. Pockiges Ölland. Altar irgendwo? Altar, Altar, Altar. Was? Weltboss? Ja, wir haben schon mal, oder? Ja. Schon gerade irgendwo vom Weltboss. Okay. Habe ich nicht gesehen, ne? Weltboss erscheint bald und zwar in Harris war. Da ist er, das hier. Ja, einer. Der Knüppel. Der Knüppel, alles klar. Die Ritze. So. Harris war es nicht da unten rechts irgendwo. Na. Mal wenn du mal die ganze Armee hier in voller Pracht sehen könntest. Ah, ich glaube, die sind nur durchsichtig. Ja, ich weiß. Ah. Weil überall regnet hier fucking, ja. Weinen sich alle auf Weihnachten vor. Ja. Oh, 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 oh. Wir sind zu alt für Weihnachten da. Ich bin noch nicht bereit. Oh. Die hab ich einen Lerner neben gehauen. Der Gegner hat sich bewegt. Ja, noch nicht mal. Ich hab voll ausgeholt. Ich stehe hier einfach rein, ja. Ich muss warten. Und ich raste aus. Aragorn. Du bist schon wieder gefangen, ne? Fall. Ich bin noch nicht. Das ist der ja gar kein Jünger. Sogar ein Jünger der Mutter getötet. Ich bin mir aber ziemlich sicher, basierend darauf. Da die nächste Expansion für dieses Spiel Vessel of Hatred heißt, dass das Mädchen von Mephisto besessen wird. Okay. Da sehen wir leider nichts von, weil wir einen neuen Charakter dafür erstellen müssen.
Weiß ich nicht. Oh, legendäre Schleifbolzen. Die Expansion ist ja noch gar nicht raus. Bin noch nicht nach Expansion. Ja, Expansion, ich rede jetzt hier nicht vom DLC. Ich meine von der Season. Warum bekomme ich nur? Anime sammeln oder was? Hm? Ja, ist schon gut. Wir müssen Gefangene befreien. Hier. Oh, nice. Wir sind. Oh man, es ist herrlich. Ich bin noch nicht bereit. Geh schon mal ein bisschen voraus. Mach ja alles fertig. Oh nein, ich bin ja gefangen. Oh. Ich hatte auch noch. Ja, das ist ihn jetzt, haben wir verzogen. Ich muss ihn so blitzen, aber jetzt bin ich schon ein bisschen vorausgegangen. Ja, ich auch, ey. Dann bin ich in so einen Raum eingesperrt worden. Ich bin noch nicht. Mit so einem Nebelwänden. Das ist ja wie in Dark Souls. Ich bin noch nicht. Oh, oh, oh. Hm. Ich muss warten. Ich wollte mal kaputt. Na, so, sehen die ganzen Gefangenen, die wir hier retten müssen. Die gefangen. Vielleicht sind die unsichtbar. Oder wir haben die Gefangenen schon befreit. Ich muss mach gerade Anführungszeichen. Ja, die habe ich weggewischt. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott. Da rast doch voll aus. Soll euch warnen, ich habe Aggressionsprobleme. Versucht die ganze Zeit zu befreien, ich werde immer unterbrochen. Aua. Mich abzuschießen, meinte ich gefangen befreit. Ja, ich wurde die ganze Zeit unterbrochen. Ich hab's aber immer wieder versucht. Ich muss warten. Ich nehme es mit euch allen auf. Ich kehre euch einfach unter den Teppich. Ich bin fast tot. Ich muss warten. Was ist das? Ha.
So. Nur zwei. Ich muss warten. Oh. Hm. Wo seid ihr? Da ist einer. Autsch. Immer schon locker bleiben, immer schon geschmeidig bleiben. Bleib geschmeidig! Lena, ich mach dir. Ich muss warten. Also sowieso, selbst wenn wir die befreien, die kommen hier doch niemals lebend raus. Ey. Ja. Ich muss warten. Ich greife jetzt schon voll schnell an. Stell dir vor, wenn ich noch mehr Angriffsgeschwindigkeit habe. Ich muss warten. Okay. Da ist schon wieder ein legendärer heiliger Ring. Oh Gott, der ist schon wieder besser. Ich kann schon wieder was Neues einfügen. Fuck ja. Immer sagen, man ist ein bisschen zu stark in dem Spiel, kann man werden. Ich meine, wir können ja noch stärker machen, indem wir Amulette, die komischen Kristalle da reinpacken und so was. Ja, ja. Na, wer weiß, wie schwer das Spiel noch wird. Oder wie schwer ja noch eine Stufe. Ja, wie schwer diese ganzen Albtraum-Dungeons auf Level 3 und 4 und so sind. Wir gehen ja gleich nochmal in höher, ne? Ja, Stufe 3. Hast du einen? Ich hab einen. Ich weiß nicht. Ich glaub ja. Ich hab auch Stufe 4. Ich glaube am Maximum von Level 20 oder so. Ich bin noch nicht bereit. So, wir lesen. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen beschäftigt mit dem Spiel. Ja. Ah. Ich muss warten. Ja, okay, das ist jetzt wieder so eine Situation. Hier ist ein Zweihandschwert, legendär heilig. Ja, ich weiß. Warum kriege ich das? Was soll ich damit? Ich habe eine legendäre Hose, die rüste ich jetzt einfach aus, auch wenn die 45 schwächer ist. Warum ist die? Ich glaube, das Spiel versucht sich hier über uns lustig zu oder über dich lustig zu machen, je nachdem. Vor allem, das ist benötigte Stufe 58, weil jetzt danach ist benötigt Stufe 56. Ich verstehe halt nicht. Ich bin clever genug da. Ja, ein Effekt.